klingt gut, klingt sauber. Also die haben, glaube ich, keine Probleme. Und das ist ja schon eine Überraschung, denn wenn die Konkurrenz über dieses Auto geredet hat, dann hat man schon gedacht oder vermutet oder gehofft, dass dadurch, dass das Projekt ja sehr, sehr neu ist, da irgendwann Probleme entstehen. Aber denkst du, der Apparat läuft, ähnlich wie eurer. Der läuft. Also Porsche ist ja dafür bekannt, dass wir super Autos bauen, die standfest sind. Und wir sind jetzt auch schon 5-mal hier am Ring einander Sieger. Und jetzt kommt vielleicht noch ein Sieg dazu. Also sieht toll aus. Und das Auto ist auch richtig flott, wenn man hier guckt, wie die durchfahren. Der Audi hinten dran guckt, dass er mitkommt. Aber der Jörg, der ist ein Fuchs und der kennt sich aus. Der weiß, wie der fahren muss. Der ist ja nicht umsonst auch in der American Le Mans Series oft genug Meister geworden. Der weiß, wie man so ein Ding nach Hause fährt. Na, und da bin ich jetzt schon mal gespannt, wie das dann nachher auf dem Podest aussieht. Also im Moment nach wie vor dieses Auto hier auf 1 mit 115 Runden, 114 Runden. Dahinter Team Up Sportsline mit Christian Abt, Emanuel Kolar, Lukas Luhr, Christopher Mies. Dann der BMW M3 beim Comeback, das Auto mit der 25, Jörg Müller, Augusto Farfus, Uwe Alsen und Pedro Lamy auf dem Fahrzeug. Dann ihr mit eurem Ferrari mit der 43 auf der vierten Position. Auf 5 der Schubert Motorsport, auch das eine starke Leistung, der Z4. Ja, und so weiter. Die hinteren Positionen werden wir Ihnen nachher nochmal genauer aufarbeiten. Wir konzentrieren uns auf die ersten 5, 6 Fahrzeuge, denn auch auf 6 sehen wir ein Auto, was durchaus noch Chancen hat, da vorne reinzufahren. Vom Phoenix Racing Team ebenfalls eingesetzt. Noch ein weiterer R8 LMS. Dennis Rostek, Luca Ludwig, Marc Bronzel und Markus Winkelock. Und auch da kann ich mich dran erinnern, kann ich dir erzählen, der Markus Winkelock, als er das erste Mal hier war, da hatte er seine ersten Einsätze hier, seinen ersten Stint auf der Nordschleife, der kennt sich nämlich hier gar nicht aus, und er war schockiert, der war völlig baff, der hatte wirklich unglaublichen Respekt, ja, und das kann man schon nachvollziehen, ich denke auch du als Profi, dass das hier, wenn man dann im Dunkeln, bei Nebel, bei Nieselregen los muss, ja, wer da keinen Respekt hat, ist selbst schuld. Ja, also wer das unterschätzt, der landet meistens auf einer Mauer oder in einem anderen Auto. Nordschleife, gut, jeder Nordschleifenkenner muss wissen, dass man das ernst nehmen muss, das Thema. Man darf nichts übertreiben. Man muss immer gucken, dass man im Rahmen bleibt, nie über dem Limit fahren. Also immer lieber 90% als über 100% fahren. Und dann kommt man normalerweise auch an. Wie war es denn eigentlich für euch im Verkehr? Also viele Fahrer, viele Ausfälle. Wir haben ja diese schlimme halbe Stunde gehabt, wo die 98, die 100 und die 1 alle ausgeschieden sind. Meistens aufgrund von Kollisionen, auch wenn es letztendlich bei der 98 beim R8 Motorschaden war. Aber der entstand, weil der Marc Bassing ausweichen musste, dann mittig über die Curbs fahren musste und dann hat der Motor einfach Flüssigkeit verloren. Wie war das für euch, für euer Auto? Tja, wir haben ja das erste freie Training haben wir ja angeführt, das Qualifying haben wir angeführt. Noch viel. Das ist unserer Sicht nochmal ein Le Mans Series Race. Also nochmal, so sieht's aus. 6 Stunden, 1000 Kilometer. Eigentlich, wenn man sich das vorstellt, auch für dich, du bist ja auch Sprintrennen gewohnt, der Wahnsinn, die Distanz. Das ist schon viel, also wenn man das überlegt, 3500 Kilometer, das ist glaube ich von der einen Ecke von Europa bis runter nach Portugal. Also das ist schon eine lange Distanz. Wir lauschen dem führenden Fahrzeug. Irgendwo in unmittelbarer Schlagdistanz dahinter, da ein Ferrari. Jetzt sieht man auch der Jörg, der da hoch zur hohen 8. Das ist die höchste Stelle vom Ring. Eine schöne Ecke hier oben. Jetzt sieht man auch viele Fans links, die winken. Schön, hier sieht man auch, dass jetzt der Corvette schön Platz gemacht hatte. Hat auch der Jörg, der wo hier fährt, der hat auch so einen Flasher im Auto, der wenn er auf den Knopf drückt, dann gehen die vorne die Alarmleuchten los im Auto. Also da ist hier höchste Feuerwehr vorne mit den Scheinwerfern. Und wir sehen auch dann die vorausfahrenden Autos, sind das dann auch immer noch schon mal ein schöner Platz. So, das sind die meisten Fans, die winken und grillen und die sind happy, machen eine Party. Hauptsache euer Amerikaner hält nicht an, wenn er auf Fastfood steht, weil ja, da gibt es schon auch jetzt um diese frühe Uhrzeit die eine oder andere Grillwurst, richtig, die dort verspeist wird. Diese Amerikaner.
Aber hier auch das gehört dazu. Clever gemacht, Gas rausgenommen. Genau. Genau warten, wann kann ich wo vorbei. Denn das sind die kritischen, die türkischen Situationen. Das sind die kritischen Momente. Manchmal denkt man sich, komm, halte ich jetzt da rein oder nicht. Und dann ist es lieber, also in so einem Sprintrennen halten wir nochmal rein, aber in Ausdauerrennen ist man lieber der Nachgiebige und Nachgiebigere und wartet, was der Vordermann macht. Das sind manchmal so Stellen, da kann man einfach nicht vorbeifahren. Da muss man warten. Das sieht man, wie an den Golf vorbeifährt. Da muss man einfach warten, man kommt nicht vorbei. Und dann geht es wieder weiter. Also es ist immer, es stockt immer wieder, wenn man so ein langsames Auto vor sich hat, aber man will ja nichts riskieren. Bringt einen auch immer wieder aus dem Rhythmus, ne? Den man dann wieder finden muss. Ja, es legt einen schon auf immer wieder, aber gut, es ist so. Man muss damit leben und kleinen Teams ist da auch schön, wenn wir sind. Hier ist hier mein Auto, das stehen geblieben ist. Ich glaube in Aston Martin, wie es aussieht. Auch nicht an einer günstigen Position. Nee, also es ist eine blinde Kurve, da wenn man schnell reinfährt. Aber man hatte Gott sei Dank die Marshalls, die mit den gelben Flaggen schwecken. Dann weiß man normalerweise auch, was dann entweder ein Auto auf der Strecke steht oder im Unfall. Vor allem ist Göttinger Höhe hier. Hier erreicht der Porsche, denke ich mal, so knapp 2,85, 2,90. Topspeed bei euch. Wir sind langsam. Wir haben einen riesen Flügel drauf, also unsere Aerodynamik, die ist zu groß, sind noch nicht so schnell auf dem Auto. Aber wir haben 2,80. Im Windschatten sind wir gut dabei, aber wenn wir alleine fahren, haben wir keine Chance gegen die Porsches. Aber langsam ist was anderes. Das ist was anderes. Ganz kurz für dich vielleicht auch mal eine interessante Geschichte. Göttinger Höhe haben wir ja gerade hier beendet, diese gerade. Da ist es so, dass unser Heli von oben richtig Anlauf nehmen muss und sich nach unten runterfallen lassen muss, damit er überhaupt auf den Topspeed der Top-Autos kommt. Keine erfundene Geschichte, ist Wahnsinn. Wirklich so. Also die müssen da mit dem Heli richtig tricksen, damit sie diese faszinierenden Aufnahmen in die Wohnzimmer liefern können. So, was ist hier jetzt los? Slow-Mo bedeutet immer, genau, das ist der stehende Aston Martin, glaube ich, den wir da gleich sehen werden. Hier sieht man auch schön die gelben Flaggen. Genau. Ja. Aber da sieht man dann auch da Profis im Einsatz und vor allen Dingen auch hier mal an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an die Streckenposten, an die Marshalls. Unglaublich auch hier der Einsatz. Ja, den hat man manchmal viel zu verdanken, also wenn man hier denkt, wenn wir die nicht hätten, dann könnte es böse enden manchmal. Wenn man nicht weiß, ist jetzt hier eine Ölspur, nicht nach einer Kurve, in einer schnellen Ecke. Da werden wir natürlich nicht abfliegen, wenn wir die Marshalls nicht wären. Die könnten uns das nicht, können uns das keiner sagen. Und durch die wissen wir eben, dass da eben eine Gefahrenstelle ist oder sich in Öl oder Kühlerflüssigkeit an der Strecke befinden kann. Und doch die wissen das eben, dann haben wir viel zu verdanken. Und auch die geben nicht auf, wenn wir überlegen, was am Donnerstag und am Freitag so an der Strecke los war. Wie oft die da die Strecke reinigen mussten und. Das ist schon enorm. Und nochmal dieses wunderbare Bild für dich als kleines Dankeschön zum Abschluss. Der fliegende Ferrari. Hankook Farnbacher Racing Team auf Platz 4 liegend. Also, danke Dominik. Dankeschön. Toi, toi, toi. Wir werden es ja nachher noch im Finale dann berichten, wo euer Auto landet. Also wir und ich denke alle Sport 1 Motorsport-Fans und Zuschauer, die jetzt gerade bei uns sind, drücken euch die Daumen.